Alles klar, dann begrüße ich mal die Leute zu einem neuen Video, weil es ist auch wieder mal verdammt lange her. Aber ich sage euch, ich bin nur noch unterwegs, ich bin nur noch auf diesen Raststätten. Ey, wie man sehen kann, es schneit. Und damals in der Schule haben wir immer Folgendes gemacht. Wir haben die Leute mal eingeseift. Wir haben uns jetzt hier zusammengefunden. Damit ihr mal wieder wisst, was eigentlich abgeht und wie es läuft und wie das Jahr war, mache ich jetzt dieses Video. Und Pepe stellt mir jetzt die erste Frage, die ihr mir gestellt habt. Wie läuft es zurzeit mit Fitness und Co? Also zurzeit läuft es mit Fitness und Co richtig gut. Ich muss sagen, letztes Wochenende habe ich die Clubauftritte gemacht, leicht erkältet. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Das hätte ich vor dem Sober Oktober niemals hinbekommen, weil ich 100% krank geworden wäre, weil mein Immunsystem im Arsch war. Und ich bin so die Woche 4-5 Mal weiterhin am Trainieren. Das sieht man bei Nico nicht mehr, das ist eigentlich schade. Dann noch eine Frage und dann lass uns gleich mal zum Essen rübergehen. Naja, es ist wirklich mal wieder der King Burger geworden. Aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich will demnächst wirklich mal wieder mit sehr hübschen Frauen noch trainieren. Das ist halt wirklich die Devise. Nochmal eine einfache Frage. Wie geht es dir zurzeit? Ja, so langsam vermisse ich wirklich mal wieder diese Alkoholsausen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten ist alles sehr entspannt. Ich habe ein geiles Jahr hinter mir. Nein, aber das nächste Abenteuer wird irgendwann noch vor dem Sommer geschehen. Aber mal gucken, irgendwie habe ich das Gefühl, keiner hat mehr Bock, was zu erleben. Wir werden niemals müde und vielleicht heißt es auch, dass ich alleine irgendwo die Welt erobern muss. Es ist alles natürlich ohne Zucker. Ich will das nicht. Ich will mich doch nicht zeigen. Wie viel Alk trinkst du aktuell? Nur ein paar Tornadochen auf den Clubshows, aber ansonsten gar nichts. Ich habe letztens was in deiner Story gesehen da. Beim Santos Atelier Teamessen habe ich 2-3 Gläser Champagner getrunken, aber da war ich nicht betrunken. Ich dachte, ich werde ein bisschen benebelt sein, war ich aber nicht. Vermisst du das Partyleben? Und Tee im Golden Dolls wär's mal wieder. Als ich das letzte Mal da mal wieder ein bisschen mit hier Kollegen war, ne, da ist es mir aufgefallen, dass Mädels im Stripclub schon doch penetrant sein können. Und wo wir gerade beim Thema Mädels sind, lieber Arsch oder lieber Titten? Ja, schon lieber Arsch. Titten kann man machen. Arsch zwar mittlerweile auch. Brazilian Bedlifting, Buttlifting. Bereust du es eigentlich, so viel Geld für Alkohol ausgegeben zu haben? Digga, es war immer wieder aufs Neue geil. Und ich werde auch noch viel Geld für Alkohol ausgeben. Es steht auch in den Sternen geschrieben. Ja, das Wetter auf Mykonos. Einfach mal wieder herrlich. Lass mal Quad mieten, Bruder. Steig auf! Boah. Ey, weißt du, worauf ich mich jetzt extrem freue? Mhm. Hier draußen bei diesem tropischen Wetter jetzt gleich erstmal so eine Zigarre anzuschmeißen. Welchen Beruf hättest du ausgeübt, wenn du kein Fitness YouTuber geworden wärst? YouTube, mein erstes Video, wann war das? War ich 17? Ich wäre tatsächlich irgendwie so World of Warcraft oder Counter-Strike-Profi geworden. Warst du gut damals? Ja, Mann. Ich habe da echt sehr viel Zeit drin investiert. Hast du auch so Turniere dann gespielt? Ja, oder? Ja. Ich glaube, bei Counter-Strike, wie hieß die Scheiße nochmal? ESL, das war aber, das war jetzt so, da konnten Amateure auch spielen. Aber eins drüber, ich glaube, wie hießen die Scheiße nochmal? EPS, irgendwie sowas. Also du wärst ein E-Sportler geworden. Ja, ich wäre E-Sportler geworden. Viele Leute fragen sich auch wieder, rauchst du wieder? Ja, Zigarre. Zigarre rauchst du? Ja, Zigarre passt, Mann. Wie viele Clubs hast du ungefähr in deinem Leben schon besucht? Es werden schon viele gewesen sein. Über 200? Ja, ich hatte gerade über 200 im Kopf nämlich. Ich wollte gerade so 300 sagen und ich habe überlegt, ob 300 zu viel wären. Aber vielleicht sind es auch noch zu wenig. Aber es ist auf jeden Fall eine solide Zahl. Aber Clubbesuche, jedes zweite Woche nochmal den Donnerstag mit reingenommen habe. Das heißt, alle 2 Wochen 3 Tage feiern. Ich war verdammt oft auf jeden Fall schon feiern, das kann ich euch versprechen. Okay, und wenn du jetzt unter all diesen Club-Sachen das beste Mal raussuchen willst? Ein Abend, der bleibt mir besonders in Erinnerung. Das war Silvester in Tulum, im Bagatell war das. Da haben wir tatsächlich einfach mal neben Daniel Craig gefeiert, neben James Bond. Das war ganz krass, werde ich nie vergessen. Ja, normalerweise, wenn man einen Zopf macht, dann muss man die Haare immer von so unten nach oben nehmen. Und die Scheiße hält nicht. Deswegen habe ich gerade diese Methode erfunden und einfach mal so über Kopf diesen Zopf zu machen. Oh, Scheiße, zusammenstimmt. Es hat nicht funktioniert, oder? Wie ist dein Verhältnis zu Julian Ziegler? Ich habe das letzte Mal mit dem guten Julian gesprochen. Traurig, aber auch wiederum lustig, weil ich habe ihn am
3. November angerufen, weil ich ihm nachträglich alles Gute zum Geburtstag wünschen wollte, weil ich davon ausgegangen bin, dass er seinen Geburtstag am 2. November gefeiert hat. Er hat gesagt, Dankeschön, ich hatte vor einem Monat Geburtstag. So hat es dann schon mal wieder angefangen. Wollte ich ihn eigentlich zum Essen einladen, aber der Mann ist gerade irgendwie für einen Monat nach Thailand geflogen. Und der Monat ist schon irgendwie ziemlich lange. Es ist immer gut, mal Keyboard dabei zu haben. Vermisst du die RTL3-Zeiten? Jein, weil RTL3, das war so eine Epoche, da war ich halt in einem Alter, wo ich noch so auf weniger Wert gelegt habe als jetzt. Das heißt, man kriegt diese Zeit, also wenn ich es nochmal machen wollen würde und wenn Julian sogar sagen würde, ey, wir machen nochmal RTL3 zusammen, alles wie früher, es wäre halt nicht wie früher. Das ist halt die Sache, das ist halt irgendwie so abgeschlossen. Es war eine super geile Zeit, aber Leben geht weiter und andere Zeiten werden kommen. Hallöchen. Oh, Hallöchen. Welche Uhr möchtest du noch kaufen? Seegoldene Nautilus ist schon hart geil. Ansonsten Platin Daytona ist auch hart geil. Guten Morgen. Du willst jetzt wirklich, dass ich in diesem Zustand eine Frage beantworte, ja? Bist du wirklich noch mit Bibi's Beauty Palace zusammen? Ich brauche wirklich den Kaffee. Weniger Süßkaffee. Und dann habe ich meine Bananen. Und was ich hier für einen Scheiß eingekauft habe, ich habe keine Ahnung. Viele sagen, es gibt so ein Video auf TikTok, was sehr viral geht immer, ne? Ja. Viele sagen, dass du mit Bibi's Beauty Palace zusammen bist. Stimmt das? Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich etwas so ernst gemeint wie das mit dir. Mit dir zusammen kann ich alles um mich herum vergessen und wirklich ich sein. Und wenn du da bist, fühlt sich alles so leicht an. Fuck off, Alter! Was soll die Scheiße? Ja, natürlich nicht, aber so, wie kommt man da drauf? Ich weiß auch nicht, was die Leute sich da irgendwie zusammenreimen. Was ist die beste Erkenntnis, die du gemacht hast und was du durch den Erfolg gelernt hast? Ich habe mit dem Erfolg auf jeden Fall gelernt, dass je mehr man verdient, desto mehr geht dir das Finanzamt auf den Sack. Ja, so eine Erkenntnis ist, dass man sich vielleicht nicht totsaufen sollte. Wo sind eigentlich die Leute, die auf dich reagiert haben? Hat sich wer positiv geäußert? Ich glaube, jeder weiß, worum es geht. Und da habe ich mir auch mal vor kurzem die Frage gestellt, wo sind die Leute eigentlich? Aber ich nenne euch mal ein Beispiel. Sagen wir mal, ein Robert hat jetzt so einen Livestream gemacht, hat da einmal ganz kurz so, ist da kurz abgedreht, hat vielleicht einen emotionalen Ausraster oder so gehabt. Man weiß halt auch nicht ganz genau, was die Vorgeschichte war, hat da aber um sich herum Leute beleidigt. Robert hat halt so irgendwie Scheiße gebaut, ne? Liegt so, ist offensichtlich. Da kamen aber dann so ganz viele Leute, ich nenne mal jetzt ein Beispiel, da kam so ein Egnu, ja, der ist da voll drauf rumgeritten. Hat mehrere Videos drüber gemacht, wie das alles sein kann und dass es ein schlechter Mensch ist und so viele Leute wie nur möglich auf seine Seite zu ziehen, weil klar, wenn jemand da gerade einen Skandal hatte, dann ist es natürlich umso leichter, da Leute seine Seite zu ziehen und gegen die Person sozusagen zu richten. Mir wäre das dann, also wenn ich Agnu wäre, dann wäre ich richtig schockiert, dass so ein Robert, ja, den man erstmal komplett durch den Dreck gezogen hat, sich davon nicht beeinflussen lässt, komplett plötzlich innerhalb von einem Monat gefühlt besser aussieht als nur als ein Agnu und ganz viele andere Leute körperlich komplett wieder fit ist, eine Disziplin an den Tag bringt, was diese ganzen Agnus so nicht ihr Leben lang noch nie gemacht haben, dann wäre es mir schon irgendwie extrem unangenehm, sich zu melden oder so. Ah, ey, dem geht's gut. Oder mal öffentlich wieder zu sagen, ey, Chapeau, da hat jemand Scheiße gebaut. Aber ey, das ist kein verlorener Mensch, keine verlorene Seele. Wie bist du auf den Namen Ecke gekommen? Fiktiver Name, keine Ahnung. Wie war der Videodreh mit Sido? Geil. Videodreh ist in der Allgemeinen immer spaßig, weil man Leute wieder trifft. Und ich glaube, mich hat in diesem Musikvideo halt wirklich keiner erwartet, oder? Da stand ich halt so wirklich, bin da so reingekommen, so jedem Hallo gesagt und dann wurde ich schon so ein bisschen angeguckt wie ein Alien, weil ich ja so seit 2 Wochen so clean war, ne? Und dann schaut mich Bossa so an und sagt so, voll interessiert. Ey Ron, erzähl mal, wie ist das jetzt so? So, als hätte ich irgendwas erlebt, was noch nie jemand zuvor erlebt hat. Und ich sag so, ja guck mal, ich stehe halt so morgens auf und ich fühle so, dass ich fit bin. Und er sagt so, boah krass, das gibt's noch. Digga, geh mir nicht auf den Sack, ich will dieses verfluchte Waffelding jetzt essen. Das sind jetzt die letzten Fragen. Bist du noch mit deiner Freundin zusammen? Wo ist meine Freundin? Es gibt doch so ein Bild, was man die Bild gepostet hat. Soll ich mal was zu diesem Vorfall erzählen? Wir saßen besoffen
im Restaurant. Dann hat ein Kollege gesagt, ey, mach mal mit der Kollegin da ein süßes Foto. Und ich war besoffen und habe dieses besagte Foto dann irgendwie am nächsten Morgen in meinem Instagram-Feed gefunden. Was sind deine Ziele für 2021? Meine Ziele für 2022? 23. 23. Hast du Bock auf Reisen? Definitiv, ja. Hast du Bock auf Party? Definitiv, ja. Hast du Bock auf Fitness? Definitiv, ja. Hast du Bock auf Auftritte? Definitiv, die werden auch kommen. Aber auf jeden Fall sind die Pläne für 2023 gut. Dann würden wir das Video jetzt einfach mal beenden, oder? Und ein weiteres sehr gutes Video in diesem Jahr ist nun vorbei. Aber jetzt reicht es mir auch langsam. Ich habe keinen Bock mehr. Deswegen solltest du jetzt schnell dieses Video liken und abonnieren, denn ich will wieder nach Mykonos.